Moin aus Bulgarien. In der letzten Woche war, wie meistens etwas später als in Deutschland, Ostern in Bulgarien. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir dieses Fest hier feiern. Traditionell werden am Ostersamstag die Eier bemalt. Das erste Ei muss dabei das rote sein und damit wird den Kindern ein rotes Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Am Ostersonntag kommt dann der Osterhase und versteckt die Eier und Süßigkeiten im Garten, die die Kinder dann suchen müssen. Das ist halt die normale deutsche Tradition, die es hier in Bulgarien so eigentlich nicht gibt, aber wir haben sie mitgebracht. Die bei uns gefundenen Ostereier werden dann aufeinander geschlagen und derjenige, dessen Ei heile bleibt, wird mit besonderem Glück gesegnet. Nachher sitzt die Familie zusammen und es wird traditionell Lammfleisch gegessen. In diesem Sinne, Christus vos Kresse.